heute Abend vergeben. Bester Spielfilm. Der ist dotiert mit 36.000 Euro, wird gestiftet von der Landeshauptstadt Saarbrücken. Die Preissumme wird zu drei gleichen Teilen an den Regisseur, die Regisseurin, Produzent, Produzentin und an den Verleih ausgezahlt, der einen Kinostart des Films innerhalb von 12 Monaten nach diesem Festival realisiert. So, und jetzt bitte ich Mechthild und die Jury uns die Begründung für die Vergabe des Hauptpreises. Jetzt nimm mal die iPhones von mir. Das kann ich nur noch scheuen sein. Der Preis für den besten Spielfilm geht an ein Filmkunstwerk, das in beschwingtem und elegantem Ton mit präzisen analytischen Worten und in pastellfarbenen, minutiös durchgestaltet die Odyssee einer jungen Frau im Dazwischen des postmodernen Kultur- und Identitätsüberflusses erzählt. Mit ironischer Genauigkeit und schlagfertigem Witz trifft hier die Übersetzung feministischer Theorien andauert den Nagel auf den Kopf. Ein Film, dem es endlich gelingt, eine Sprache für eine ganze Generation von traurigen, klugen Mädchen zu finden und der sich im Grunde seinen Preis schon im Film zu Recht selbst verliehen hat. Der Max-Ophüls-Preis, bester Spielfilm, geht an das melancholische Mädchen. Bestimmt. Was machen wir dann? Das, was wir gelernt haben. Ich bin nur ein Hofnarr für dich, oder? Du bist ein Rentner. Du wärst eine gute Prostituierte. Du bist so zärtlich. Ich habe Mitleid mit Männern. Ich habe Mitleid mit dir. Das ist eine gute Voraussetzung. Wofür? Sich niemals wiederzusehen. Das ist ein ganz komischer Tag für mich. Ich hab heute Mittag noch eine meiner besten Freundinnen beerdigt und eine Rede gehalten. Für Maria Magdalena Ludewig, eine der furchtlosesten und radikalsten Künstlerinnen, die ich kenne. Sie hat die Wiesbaden Biennale kuratiert. Vielleicht kennen Sie den 4 Meter hohen Erdogan, der es international in die Medien geschafft hat. An so einem Tag ist man besonders empfindlich und man wünscht sich, dass man glauben könnte an Gott oder vielleicht an die Kunst. Ich glaube an die Kunst, aber ich zweifle auch. Adam Curtis, der tolle BBC-Dokumentarist, hat einmal gesagt, bei einer Veranstaltung in Berlin, das Radikalste, was man gerade machen kann, ist nach Aleppo fahren, die Stadt wieder aufbauen und kein Buch drüber schreiben. Das melancholische Mädchen sagt an einer Stelle im Film, in der Diktatur der Selbstverwirklichung sind alle Künstler. Deswegen hat sich der Geist der Revolution aus der Kunst zurückgezogen. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich will weiter an die Kunst glauben. Und trotzdem sind wir alle, wie wir hier sind, wahnsinnig privilegiert. Und vielleicht 95% von uns sind weiße, privilegierte Menschen, die vielleicht Dinge reproduzieren, die immer schon so waren. Und wenn es irgendeinen Auftrag gibt, dann vielleicht den, das Kino neu zu erfinden. Und dafür trete ich an. Und ich hoffe, ihr mit mir. Lasst uns neue Bilder finden.
Hinter den Kulissen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Licht, Ton, Kamera, Bühne, da haben so viele mitgeholfen. Vielen Dank euch allen, es war ein schöner Abend.